Willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir waren hier stehen geblieben das letzte Mal und müssen nun, oder wollten nun, mit Lucor reden. Hast du ein Problem mit Carrasco? Nein, es ist genau umgekehrt. Er hat ein Problem mit mir. Er guckt mir ganz schön auf die Finger. Hat Angst, dass ich hier was klaue. Und? Klaust du? Solange mir niemand was nachweisen kann, bin ich ein unbescholtener Bürger. Sie haben mich sogar durchsucht, aber nie etwas gefunden. Ja. Ich bin zu schlau für Sie. Ich suche Arbeit. Wenn du Kisten schleppen willst, musst du zu Carrasco gehen. Allerdings glaube ich nicht, dass du solche Arbeit suchst. Und was glaubst du, suche ich? Etwas, das mit höherem Risiko und höherem Gewinn verbunden Richtig. Ist. Habe ich recht? Was hast du anzubieten? Ein paar von den Jungs, die für Carrasco Kisten schleppen, arbeiten nebenbei für mich. Sie lassen ein paar Teile aus dem Lagerhaus mitgehen und dafür kriegen sie von mir eine anständige Bezahlung. Aber die Idioten kriegen den Hals nicht voll. Sie verlangen das Doppelte von dem, was ausgemacht war. Aber das können sie mit mir nicht machen. Nicht mit mir. Oh, nicht mit dir. Über welche Jungs sprechen wir? Da ist Buddy, ein Arbeiter hier aus dem Hafen. Und sonst? Ingvar und Vasili haben beide keinen festen Job und helfen hier nur ab und zu aus. Die meiste Zeit sind sie in Pattys Kneipe. Was haben sie gestohlen? 5 Rüstungsplatten. Es sind goldene Stücke alter Rüstungen, die in den Ruinen gefunden wurden. Klingt interessant. Kann man die benutzen? Du meinst, um die eigene Rüstung besser zu machen? Ja. Nein, aber sie sind trotzdem... 5 Rüstungsplatten. Was soll ich mit den Jungs machen? Nimm ihnen die Platten wieder ab und bring sie mir. Wie du das machst, ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass am Ende die 5 Platten in meiner Tasche sind. Und Carrasco darf die Teile nicht bekommen. Am besten ist, er kriegt nichts von dem mit, was hier läuft. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Du bekommst das, was ich mit den Jungs ausgemacht habe. 50 Goldstücke für jede Platte. Bei 5 Platten sind das 250 für dich. Schneller und leichter wirst du hier nirgendwo an so viel Gold kommen. Einverstanden. Ich besorg dir die Rüstungsplatten. Ich wusste, dass du eine Chance erkennst, wenn du eine bekommst. Ich bin hier, wenn du mich suchst. Lucor, der ist nämlich, glaube ich, auch einer von den Banditen. Super. Was haben wir denn jetzt alles? Ja, Vater, Felle, Lucor. Mal eben kurz auf die Questkarte gucken. Reden wir mal als erstes mit Buddy. Der muss ja hier auch eigentlich irgendwo arbeiten. Ich will die Rüstung. Diese Rüstungsplatten. Wer bist du? Ordenskrieger. Du bist Buddy. Ahoi. Ahoi. Voll der Klicksumspruch hier. Wie ist die Lage? Sieht nicht gut aus. Kein Ende der Stürme in Sicht. Du bist ein Seemann? Ei. Fischer, um genau zu sein. Aber bei den Stürmen fahre ich nicht raus. Jetzt schleppe ich Kisten. Viel kriege ich zwar nicht dafür, aber Carrasco lässt schon mal eine Wurst oder ein paar Goldstücke stehen. Ja, der will dir seine Wurst geben. Du besitzt Artefakte. Lass mich raten. Lucor hat dich geschickt. Aber ich sage dir was. Ich habe es satt, für Lucor die Drecksarbeit zu machen, während er sich den Gewinn einsackt. Aber dieses Mal nicht. Ich will eine ordentliche Bezahlung, sonst kannst du dich gleich wieder verpissen. 200 Goldstücke will ich haben. Hey, kennst du einen guten Witz? Ja klar, pass auf. 3 Nutten sitzen am Hafen. Eine Blonde, eine Brünette und ein Rotschopf. Sagt die Blonde zu der Brünetten? Den kenne ich schon. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn ich den verprügel, gibt er es mir trotzdem nicht, weil ich habe einen Schlüssel von dem, soweit ich weiß. Was haben wir denn sonst noch? Liste, verdächtig. Oscar, Danny, Doug, das war das. Ja, Heiltränke. Der Frühlvogel fängt den Wurm. Geht
Und gehen Nord, Nordost, zu Ost. Das alte Grab wird es wissen. Aha. Jetzt habe ich einen Schlüssel von dem, oder wie? Ja, wir verprügeln den erstmal. Muss ich dich erst verprügeln? Du willst mich niederschlagen und mir die Rüstungsplatten abnehmen? Ich habe mir schon sowas gedacht. Deshalb trage ich die Rüstungsplatten nicht bei mir. Ich habe sie gut versteckt. Ohne meine Hilfe findest du sie nie. Wo sind die Rüstungsplatten? Bezahl mich und du erfährst es. Falls nicht, kannst du ewig da sein. Wo hast du die Platten versteckt? Bezahl mich, dann sag ich es dir. Sag mir sofort, wo die Platten sind. Was soll das? Du weißt doch, was ich will. Bezahl mich, Mann! Sonst sag ich es Ukos. Wer ist Ukos? Ukos ist ein großer, starker Schläger und er schuldet mir noch was. Aber darüber solltest du dir nicht den Kopf zerbrechen. Bezahl mich einfach. Ne, kannst mich mal an der Hacken kratzen. Ich weiß, glaube ich, wo ungefähr was ist. Reden wir mal erst mit Vasili und... Wer war das andere noch? Ingvar. Alle hier in dieser komischen Kneipe. Nee, Vasili, wo ist Ingvar? Lukor schickt mich. Oh, scheiße. Der ist ja noch schlimmer als meine Frau. Du hältst dich nicht an die Abmachung, sagt er. Und Vasili sagt, wenn wir alle unser Gold wollen, dürfen wir uns auf nichts anderes einlassen. Also, ich will 100 Goldstücke für die Platte. Ich kann mir deine Platte auch einfach nehmen. Ha, du glaubst wohl, ich bin nur ein alter Säufer. Aber ich habe meinen Hof gegen die Monster verteidigt. Dann werde ich diese alte Platte auch noch beschützen können. Willst du es darauf ankommen lassen? Wenn es sein muss. Komm mit nach draußen, wenn du ein Kerl bist. Du willst dich mit mir prügeln? Jo. Gut, gehen wir raus. Deck die Waffe wieder ein. Du bist nicht so blöd, wie du aussiehst. Ja, komm. Gut, komm, gehen wir nach draußen. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Ingvar? So, dann zeig mal, was du kannst. Ich hau dich um, du Wurst. Was bin ich, eine Wurst? Käse, rostiges Schwert. Ingvar, danke für die Rüstungsplatte. Komm, steh auf, Kollege. Geiler Move, ey. Mann. Hast du einen Schlag drauf? Verdammt, jetzt habe ich nichts mehr. Hoffentlich kann ich bei Patty anschreiben. Was willst du? Wenn du mir nichts zu sagen hast, hau ab. Was willst du? Wenn du... Jo, so, wo ist Vasili? Erstmal speichern. 5 Rüstungsplatten. Ja, schön, ich habe aber nur eine. Was bist du denn für eine? Mir geht's gut. Und dir? Wie kannst du sprechen und gleichzeitig flöten? Ah, Naturtalent. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ich auch nicht mit euch. Wo zur Hölle ist Vasili? Düta. Lukor schickt mich. So, so. Ich nehme an, er hat dir auch mein Gold mitgegeben. 200 Goldstücke und du kannst das Zeug haben. 200 Goldstücke sind zu viel. Ah, daher wird der Wind. Du bist ein Schläger. Also, ich sag dir jetzt mal, wie das läuft. Du bezahlst meinen Preis oder du musst mich umhauen. Such es dir aus. Ich werde dich umhauen. Das haben schon ganz andere versucht. Na, dann zeig mal, was du kannst. Hurenkind. Den Kampf lasse ich mir nicht entgehen. Oh. Alter, ist der jetzt gut. Jetzt wird's spannend. Tja. Na, so stark ist er gar nicht. Ja! 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 Oh. Mach schon!
sauberer Schlag. Oh. Alle, oh, ich hätte ja auch eigentlich alles nehmen können. Her mit dem Schwert. Dreckskerl. Ich hoffe, die Rüstungsplatten bleiben dir im Hals. Ja, die esse ich auch. Hast du einen Stängel Kraut für mich? Sehe ich so aus, als würde ich das Zeug verteilen. Ich klaue dem auch noch deinen Knüppel. Jetzt hat er gar nichts mehr. Jetzt habe ich 3 Rüstungsplatten. Was habe ich denn jetzt sonst noch alles für einen Dreck? Ja, die Wolfsfelle, Wildschweinfelle. Naja. Gibt es hier irgendwo ein Wasserfass? Ah, wir gucken mal. Bei Elias gibt es eins, das weiß ich noch. Hallo, Sid. Was sind wir? Stufe 8. Ein bisschen haben wir noch. Also von der Levelzahl. Wache, Bauer, Wache und Bauer. Ja. Bürgerin oder Bäuerin. Ich will kein Bett. Hier ist das Wasserfass. So. Zahlen wir uns erstmal eine Runde. Komm. Und dann schleiche ich mich mal in das Haus, glaube ich, mal und beklaue den guten Elias. Wie könnte ich denn sonst noch an die Rüstungsplatten von diesem Penner bekommen? Wir suchen und durchsuchen im nächsten Part mal die Stadt. Ich meine zu wissen ungefähr, wo das Haus ist. Eine Platte. Junge, was hat die für eine Hacke? Was habe ich mir denn jetzt hier rausgenommen? Wolfsfell, super. Jetzt müssen wir nur noch nach und nach hier in die anderen Häuser einbrechen. Schleichen macht nur Sinn, wenn du bist doch kein Dieb, oder? Nein, ich doch nicht. Komm, Quick Save, raus, raus, gearbeiten. Klaue alles, was nicht schmeckt. Macht nur Sinn, wenn einem was dabei willst du hier? Zusehen. Ja, genau. Ja, hier ist unser. Unsere Kisten und hier alles unsert. Ich brauche Felle, das ist viel wichtiger. Ich brauche nur ein Wolfsfell. Dann gucken wir mal jetzt hier. Probleme haben wir alle. Wieder ein bisschen Gold. Oh, als Dieb machen wir uns schon. Aber viel haben wir nicht wirklich. 94 Gold. Ja, kann man alles verkaufen. So, jetzt haben wir die 5 Wolfsfälle. Jetzt brauchen wir noch diese komischen Keilerfälle. Oder so ähnlich. Na, die beklaue ich mal nicht. Allerdings hier oben gucken wir mal jetzt, ob hier noch was zu holen ist. Alles mitnehmen. Gucken, was hier noch im Schrank ist. Auch alles mitnehmen. Kann man alles verkaufen. So. Jetzt gehen wir runter wieder zum Hafenviertel. Oder beklauen wir hier noch irgendeinen. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Also brauche ich noch mehr Schlösser knacken. Stärke. Nee. Schwert 3 habe ich eigentlich schon. Schwert 2.
Ja, doch, Schwert 2 habe ich. So. Ja, ich wollte eigentlich schon bis zum Hafenviertel gehen. Egal, dann heben wir auch hier diese Reiselust auf. Ich mache hier kurz einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.